Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hype the Time Quest. Beim letzten Mal haben wir das königliche Juwel aus dem Kloster zurückgeholt und haben Zartila den Brustharnisch des ersten Drachen zurückgegeben. Und der hat uns dann geholfen, das königliche Juwel mit himmlischer Energie zu füllen, wodurch wir jetzt in der Lage sind, in unsere Epoche zurückzukehren. Und ich sage nochmal hier, tschüss Gustos, hoffentlich lebst du noch, wenn wir bei uns ankommen, aber in 200 Jahren, das wird irgendwie wahrscheinlich nicht so gut passieren. Aber nun gut. Ich gucke mal eben, ob hier noch ein Fass ist. Nö, na gut. Spring nochmal durch das Fenster durch. Halb, spring durch das Fenster durch. Los. Und er hat gesagt, wir sollen mit der Spitze unseres Schwertes eine Sonnenuhr berühren. Und das machen wir. Und oho, es passiert was. Ich stelle mich mal in den Kreis und mache das nochmal und... Jetzt reisen wir durch die Zeit. Oh ja. Und ein neuer Ladebildschirm, das ist doch schön. So. Oh, hallo, wer bist du denn? Ein Eindringling. Ich will ihn lebendig. Es könnte Hype sein. In seinem Tagebuch spricht Gustos mit ihm über den geheimen Raum. Fangt ihn! Oh oh, was ist jetzt los? Wer seid ihr und was wollt ihr von mir? Und... Ah! Hat mich Gustos verraten? Hilfe! Ah, ich muss hier weg! Ich muss hier weg! Ich muss hier weg! Wobei, dann hätten sie wahrscheinlich nicht Gustos Tagebuch gelesen, oder? Ah, ich will nicht zurück in der Zeit reisen. Na, komm! Hör auf, dich zu verteidigen. So. Oh. Wow! Was war das denn? Oh, es ist Nacht. Ist das nicht schön? Schön beruhigend. Aber dass sie auf mich gewartet haben, sie scheinen ja wirklich gewusst zu haben, dass ich komme. Das ist nicht schön. Geh mir hier rein? Nein, Moment. Ich gucke mich erstmal draußen noch ein bisschen um, bevor ich hier reingehe. Denn vielleicht finden wir da ja noch was Interessantes. Vielleicht auch noch ein paar Leute, die wir eliminieren können. So wie den da unten und jede Menge Fledermäuse. Oh Gott. Ich will keine Fledermäuse haben. Und ihr seht, die Brücken haben Löcher. Fledermäuse und Löcher in Brücken. Das ist keine gute Kombination. Also es lädt gerade dazu ein, runterzufallen. Und das ist nicht schön. Ja, ich denke, das wird jetzt gerade keinen Sinn haben, in den Wald zu gehen. Ich guck mal eben auf die Karte. Und ihr seht, wir sind nicht in unserer Ära gelandet. Wir sind nur in der Ära Tascans des Zweiten gelandet. Aber wir müssen eigentlich in die Ära Tascans des Vierten. Und ihr seht da schon eine Neuerung. Einmal das Laboratorium und der Park der Tapferen. Und erinnert euch, wir haben in der Ära Tascans des Ersten mit dem Architekten gesprochen und ihn dazu inspiriert, einen Park der Tapferen zu bauen. Und der wurde jetzt tatsächlich gebaut. Das ist doch schon mal cool. Aber das interessiert uns jetzt eher weniger. Wir müssen mal versuchen, ob wir irgendwie Gustos finden können und ihn fragen können, was passiert ist und wie wir nun wirklich in unsere Ära zurückkommen können. Okay, hier geht es ja anscheinend schon mal nicht weiter. Das heißt, ich werde auf jeden Fall oben reingehen. Ah, das Schwert kann ich mal wegstecken. Und das kann ich ja wieder rausholen, wenn neue Gegner kommen. Aber ich denke mal... Hype, geh da bitte hoch. Danke, Hype, geht doch. So, ich denke mal nicht, dass uns drinnen Gegner erwarten werden. Die hatten auch ein interessantes Wappen. Also es war nicht mehr das Wappen von Tascan den Ersten. Aber schauen wir mal, ich gehe mal wieder erst nach oben. Hoffentlich ist das jetzt ein bisschen weiter. Nö, es ist überhaupt nicht weitergebaut werden. Na super. Weitergebaut worden. Meine Grammatik lässt irgendwie auch ein wenig zu wünschen übrig. Aber nun gut. Wir dürfen erstmal wieder die Bibliothek erkunden, die wir beim letzten Mal schon genauer unter die Lupe genommen haben. So, jetzt dürfte ich im Kreis gelaufen sein. Genau. Ist hier hinter der Treppe noch irgendwas? Nö. Halb? In welche Richtung guckst du gerade? Da ist das Schwert, okay. So. Da war die Kamera ein wenig seltsam. Haben wir hier was? Oho, ein Schalter, okay. Den werde ich mal erstmal noch nicht drücken. Da geht's zurück, okay. Und was haben wir denn hier so Feines? Ein Speicherpult. Oh, das ist aber sehr schön. Das werde ich direkt mal nutzen. Na komm. Und dann gucken wir uns mal genauer um. Ja. Hier sehen wir schon was. Oho, da fehlt irgendwas. Okay. Sieht aus wie irgendwas für ein Schalter. Und ihr seht schon,
eine gelbe 4, eine blaue 2, eine grüne 3 und eine rote 1. Das heißt, wir müssen uns die Reihenfolge merken. Rot, blau, grün, gelb. Rot, blau, grün, gelb, rot, blau, grün, gelb, rot, blau, grün, gelb. Okay, wunderbar. Dann müssen wir erstmal den roten Schalter finden, denn es gibt hier 4 verschiedenfarbige Schalter. Rot, blau, grün, gelb, ne? Jawohl. Und den blauen haben wir schon eben entdeckt. Die anderen sind hier auch überall zu finden. Da haben wir schon mal den roten Schalter, das ist gut. Drücken wir mal als erstes. Dann rot, blau, grün, gelb. Den blauen haben wir doch gerade. Wo war der denn? Der war da drin, oder? Jawohl. Rot, blau, grün, gelb, rot, blau, grün, gelb, rot, blau, grün, gelb. Hier oben war ich noch nicht, oder? Oder? Doch, hier war doch der rote Schalter, ne? Ja. Dann gehe ich nochmal die Treppe hoch und versuche von da aus auf das andere Regalbrett zu springen. Rot, blau, grün, gelb. Hoffentlich ist da der grüne Schalter. Grüner Schalter. Jetzt ist nur noch die Frage... Nanu? Kein gelber mehr? Okay. Dann haben wir alles gefunden, gehen mal runter. Aber ich frage mich, was es jetzt mit den gelben auf sich hat. Rot, blau, grün, gelb. Wir werden es uns mal merken. Vielleicht werden wir das später nochmal brauchen. Und ich denke, ich weiß sogar wo wir das brauchen werden. Oder ich kann mich erinnern. Aber das werden wir mal schauen. Das hier scheint der geheime Raum zu sein, von dem Gustus geredet hat. Das erinnert mich gerade ein bisschen an die Bibliothek, an das Buch von Sendel in Little Big Adventure 1. Gustus Almanach. Toras besitzt nun zahlreiche Laboratorien, die unter der Leitung von Ragoth stehen, einem mächtigen Alchemisten. Ohne jeden Skrupel. Seine Männer entführen alle Alchemisten des Königreiches. Ragoth lässt sie für sich arbeiten und eignet sich ihre Kenntnisse an. Ich fürchte, dass ich bald an der Reihe bin. Ich hoffe, Hype findet seinen Weg durch die Zeit. Ich hätte ihm noch so viel zu sagen. Okay, alles klar. Das heißt, wir wissen, dass Gustus anscheinend entführt wurde und sich in den Laboratorien befindet. Das heißt, unser nächstes Ziel ist das Laboratorium, um Gustus zu retten. Und deswegen haben... hallo, was haben wir denn hier Schönes? Einen neuen Zauber. Und da hat uns Gustus aber was Schönes hinterlassen. Und du bist jetzt Meister der Magie, Electricus Magicum Heiligenschein. Das erklärt aber immer noch nicht, warum die Leute auf mich gewartet haben, was sie von mir wollen. Aber nun gut, probieren wir mal den Heiligenschein aus. Ich weiß gar nicht genau, wie das funktioniert. Ich glaube, wir können immer eine Feuermagie, eine Eismagie und eine Elektromagie ausgerüstet haben. Und Heiligenschein sieht wie folgendermaßen aus. Bäm! Ja, das verbraucht wesentlich weniger Mana als die Dreieinigkeit. Die elektrische, das erzeugt halt einfach um uns herum einen Kreis aus magischer Kraft. Ah, und jetzt sind wir hier wieder. Okay, dann machen wir uns doch mal auf über die Fledermausbrücke. Ich will nicht... Ich will wirklich nicht. Na, kommt hier, ihr Biester. Aua. Das ist unfair. Der ist auf einer viel... Der ist viel niedriger als ich. Da kann ich ihn ja gar nicht treten. Na toll. Hast du super gemacht, halt. Okay. Ich versuche einfach mal so hier drüber zu kommen. Ich möchte jetzt nicht jede einzelne Fledermaus bekämpfen. Ah! Ich will hier weg. Mama. Aua, 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 aua. Nein, nein, nein. Ich fürchte, ich muss die Fledermäuse bekämpfen. Oh, du blödes Mistvieh. Du blödes Mistvieh. Komm her. Komm her. Komm her. Na los. Aha, das hast du jetzt davon. So. Welche greift mich jetzt nächstes an? Bring it on. Okay, ihr lasst mich hoffentlich in Ruhe. Ja, komm. Ah, das hast du die. Ah! Die kommt ja. Oder? Greift die mich an? Oder. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber es sieht so aus, als würde die einfach nur da bleiben. Okay. Immer noch? Sehr gut. Das heißt anscheinend nur die, die über der Brücke wirklich fliegen, greifen mich an. Das heißt du noch und dann. Okay, dann ist es alles gar nicht so schlimm, wie es aussah. Ich habe jetzt erst gedacht, hier, boah, so viele Fledermäuse.
Das wird ja furchtbar. Aber das haben wir ja ganz gut gemeistert. Hoffentlich ist noch... Natürlich ist das Speicherpult nicht mehr hier. Das wäre ja auch zu einfach gewesen. Na gut. Dann machen wir uns mal auf den Weg durch den Wald. Und schauen wir mal, ob uns da noch irgendwelche Gegenwehr erwartet. Ich frage mich, ob die Wachen auf mich gewartet hätten, wäre ich in der Stadt in die Zukunft gereist. Na, die Wölfe sind zumindest noch da. Das hat sich nicht verändert. Ah, na komm, stirb. Ach, so schöne, einfache Gegner. Wobei die Bossfights sind eigentlich auch relativ einfach, zumindest bis hierhin noch. Aua, geh weg. Na, komm her. Böser Wolf. Ganz, ganz böser Wolf. Ach ja, und sehe ich hier irgendwo, wo meine Bienenstöcke sind? Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, ob das eingeblendet wurde, aber eigentlich gibt es jetzt wieder neue Bienenstöcke, die wir finden müssen. Das heißt, ich darf hier wieder so ein bisschen Ausschau halten. Und diesmal sind die auch ein bisschen besser versteckt, soweit ich das in Erinnerung habe. Ich habe es als Kind nie geschafft, außer in der ersten Ära, alle Bienenstöcke aufzuspüren und zu zerstören. Das heißt, ich werde jetzt erstmal so ein bisschen durchgucken und eventuell dann nochmal offscreen suchen und euch dann zeigen, wo die versteckt sind. Und das ist Zartila. Na, wie geht's dir? Hi. Ich wusste, dass wir uns wiedersehen würden. Du hast das Juwel und dein Schwert weise eingesetzt. Bis jetzt. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Pass auf, in Toras. Die Stadt beherbergt jetzt die Wissenschaft und die Zauberei. Die Zauberer sind sehr clever, aber die Menschen nutzen ihr Wissen oft für böse Zwecke. Okay. Danke für den Hinweis. Ich gucke mich nochmal um. Ich meine, dass da oben irgendwie in Zartilas Höhle irgendwann nochmal ein Nest auftaucht. Und ich will einfach sicher gehen. Oder sind hier gar keine Nester? Ich bin mir gerade echt nicht sicher. Aber ich meine, dass wirklich jedes Mal, in jeder Ära... Also ich denke mal, das ist jetzt, kann ich ruhig spoilern. Ich meine, ihr seht da unten, es gibt 4 Symbole und es gibt 3 Slots für Juwelen. Das heißt, es ist eigentlich klar, dass wir auch noch in die Ära Tuscans des Dritten reisen werden. Ja, und ich meine, es gäbe halt in jeder Ära sowohl im Wald als auch in der Stadt 10 Bienenstöcke. Irgendwie traue ich der Sache hier nicht. Es ist zu ruhig. Hier sind keine Gegner. Hm. Und das Speicherpult hier ist weg. Und bisher keine Bienenstöcke. Das ist wirklich sehr, sehr mysteriös. Sehr mysteriös. Hm. Na gut. Gucken wir mal weiter. Oh weia, die Räuber sind wieder da. Hm. Na gut. Dann werde ich sie mal bekämpfen. Ist sogar nur einer. Das ist gut. Komm her. Wow. Sogar diesmal mit Armbrust. Und nicht mehr mit... Oh, da ist ja noch einer. Komm, stirb. Habe ich das gerade richtig gesehen, dass ich das Geld nicht aufsammeln kann? Ah, ich habe zu viele Plastiks. Ich kann nur... Da ist ja noch einer. 200 auf einmal mit mir tragen. Oh, ich höre noch einen. Wo kommen die alle her? Oh Gott, ich brauche noch einen blauen Trank. Nein, kein grünes Kraut. Komm. Ah, nein. Ah, falsche Tasten. Ich will einmal... den hier machen. Und ich treffe natürlich daneben. So, das war jetzt ein bisschen Overkill, aber das hat ihn erledigt. Mann, 4 Räuber auf einmal, wo kamen die alle her? Oder waren es 5? Ich habe nicht genau mitgezählt. Ich war zu sehr mit Kämpfen beschäftigt. Oh weia, unsere Rüstung ist auch schon wieder relativ zerdeppert. Mal schauen, ob ich ins Kloster reinkomme. Das wäre eigentlich relativ interessant. Was ist das? Sieht aus wie ein Schlüsselloch oder so. Diese Tür ist verschlossen. Um sie zu öffnen, braucht ihr den Schlüssel zum Kloster. Na super. Hm. Was steht denn hier? Res Historicae. Oder Res Historicae. Das Kloster wurde vor langer Zeit von wandernden Mönchen gegründet. Als Folge des traurigen Krieges gegen König Tusken I. hat der Rat des Klosters beschlossen, dass die Mönche nunmehr als Eremiten leben werden. Diese Maßnahme zielt darauf hin, dass die Mönche sich mehr der religiösen Einkehr widmen, um so den Zustand der Gnade wiederzufinden, der durch den Krieg verloren gegangen ist. Also gab es tatsächlich Krieg. Naja, eigentlich ist es dann gut, dass wir den ersten Brustpanzer des... den Brustpanzer des ersten Drachen so rum und das königliche Juwel entwendet haben, weil so hatten sie nichts mehr, was sie gegenseitig stehlen können. Oh, Geister.
Hallo. Und keine Insignien der Macht mehr, um die sie kämpfen konnten. Ich denke mal, das dürfte ein wenig zum Frieden beigetragen haben. Ich hoffe es zumindest. Keine Bienenstöcke bisher? Das wundert mich. Also, Äußerst mysteriös. Und warum sind hier Geister und Fledermäuse? Ugh. Ich will keine Fledermäuse bekämpfen. Aber nun gut, kommt her. Kommt her, ihr Mistviecher. Ja, ich sehe euch. Genau ihr. Kommt her. Ja, du kriegst mich nicht. Ah, einen habe ich erledigt. Komm, stirb. Vielleicht gibt es hier was Schönes, wenn ich die alle erledige. Aua. 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 Ich werde hier von... Hallo? Hört ihr... Wird es mal gut hier? Ich lasse mich doch nicht von einfachen Fledermäusen töten. Ah. Jetzt fahren wir mal andere Geschütze auf. Komm her. Flop. Okay, das war ein Fehlschuss. Flop. Nein, das war auch ein Fehlschuss. Hopp. Hopp. Ah, Bolzen verschwinden. Yes. Komm her. Sehr schön. Und du wirst doch bestimmt gleich da, nein? Ich habe genug Bolzen. Ich habe genug Bolzen für euch alle. Komm, dann machen wir die nochmal im Nahkampf fertig. Komm her. Seine brave Fledermaus, lass dich von meinem Schwert treffen. Sehr gut. So, jetzt haben wir auch Zeit, uns mal in aller Ruhe umzugucken. Aber hier scheint echt nichts zu sein. Na, super. Und ich bin gerade echt verwirrt, dass es hier keine... Wow. Keine Bienenstöcke gibt. Es scheint hier wirklich nicht zu geben, dieser Ära. Hm. Na gut. Dann speichere ich einfach mal hier. Ein Blick auf die Uhr. Na, ein paar Minuten haben wir noch Zeit. So. Das heißt, wir können noch in die Stadt Torras hineingehen und uns mal anschauen, was sich so verändert hat. Ist hier links irgendwas? Nein. Ist hier rechts irgendwas? Dumm-di-dumm-di-dumm. Sieht nicht so aus. Okay. Dann wollen wir mal mit gezogenem Schwert in die Stadt hineingehen. Er wird wahrscheinlich wieder aggressiv gegen uns sein. Ah, oder auch nicht. Hallo? Nicht nötig, mich anzugreifen, Ritter. Willkommen in Torras. Na, man weiß laut ja nie. Laut den Anweisungen unseres lieben Königs Taskan II. Sind alle fremden Ritter hier willkommen. Okay, das ist natürlich schön. Aber deine Leute haben mich angegriffen, weißt du das? Und die hatten genau das gleiche Wappen wie du. Und das scheint das neue Wappen von Taskan II. Zu sein. Das ist ein schönes Detail, auf das die Entwickler geachtet haben. Dass die verschiedenen Könige verschiedene Wappen tragen. Oh, ein roter Trank. Sehr gut. Was ist das? Oh, die Nuss ist auch sehr schön. Die nehme ich doch gerne. Oh, und was haben wir denn hier? Ihr habt die modernen Armbrustpfeile. Diese modernen Bolzen richten mehr Schaden an als die Standardpfeile. Um sie zu benutzen, müsst ihr sie im Inventar auswählen. Das ist doch mal sehr gut. Dann werde ich die schon mal aus. Wir haben zwar leider nur 5 erstmal. Achso, da stand nur Armbrustpfeile moderner Bauart. Reden wir nochmal mit der Dame hier. Hallo. Guten Abend, schöner Fremder. Seid willkommen. Ich hoffe, dass euer Aufenthalt in Torras angenehm sein wird. Ihr kommt hier in eine Stadt, wo es sich gut leben lässt. In Torras werdet ihr eine Stadt entdecken, die allen neuen Wissenschaften offen gegenübersteht. Mhm. Und die für ihre militärischen Talente berühmt ist. Okay. Rückt Gustavs raus. Los! Na gut, dann gehen wir mal hinein in die Stadt und schauen, was sich so getan hat. Was es so an schönen Neuerungen gibt. Und ja, was wir noch so an Ausrüstung kriegen können. Jetzt achte ich mal darauf, ob hier Bienenstöcke angezeigt werden. Und ich gehe nochmal in den Wald zurück, um dann zu gucken. Also ich glaube nicht, dass es da welche gibt im Wald. Aber man weiß ja nie. Da gibt es auf jeden Fall Bienenstöcke. 0 von 10. Ja, okay. Dann gucken wir nochmal eben in den Wald hinein. Das wundert mich jetzt irgendwie. Nee, Tatsache. Hier gibt es keine. Okay. Hatte ich das irgendwie falsch in Erinnerung? Dafür gibt es hier neue Fässer, die der Zerstörung verlangen. Noch ein blauer Trank. Ist nicht so gut wie der rote Trank, aber den brauche ich jetzt auch nicht. Und ich meine, blaue Tränke sind besser als gar keine Tränke. Und dafür auch nochmal moderne Armbrustbolzen, also das ist ganz schön. Ich denke mal, hier kann ich mir ein bisschen was auffüllen. Da muss ich nicht immer Armbrustbolzen kaufen gehen. Aber
Wir haben jetzt erstmal genug und wir werden auch noch genug finden, denke ich mal. Von daher ist das nur so halb so wild. So, schauen wir mal. Hier haben wir auch eine Sonnenuhr und wie ihr sehen könnt, flupp, wenn ich hier dagegen haue, können wir damit auch in der Zeit reisen. Das werde ich aber nicht machen, wir sind gerade mal hier in der Ära angekommen. Da werde ich jetzt nicht wieder zurück in die erste Ära reisen. Reden wir jetzt mit dem Kerli, hallo. Sieh mal einer an. Ein fremder Ritter. Guten Abend. Ihr seid sicher da, um euch im Park der Tapferen einzuschreiben. Die Träume eines Ritters. Schatzkammern voller Juwelen, blitzende Rüstungen. Ein guter Rat, Ritter. Nehmt euch vor Senecal in Acht. Seine Waffen sind fürchterlich. Okay. Werden wir uns bestimmt mal angucken später. Danke für den Tipp. Und rate mal, wer die Erbauung des Parks inspiriert hat. Na, na, das wird er uns sowieso nicht glauben. Ist da oben noch ein Bienenstock? Nein. Dann gucken wir mal hier im Laden, ob da was ein neues Angebot ist. Ja, wir haben rote Tränke und gelbe Kräuter jetzt im Angebot. Das ist natürlich sehr schön. Gucken wir uns die Preise an. Aha, ein fremder Ritter. Das ist mal etwas anderes als ewig dieser Ragott. So, die Geschäfte gehen gut. Und das wird auch für euch von Nutzen sein. Ich spare nicht an der Qualität. Ihr werdet es mir bestätigen. Trefft eure Wahl. Der ist aber, glaube ich, ein bisschen teurer geworden als in der ersten Ära. Also da waren grüne Kräuter und blaue Tränke noch günstiger. Das wird beim Schmied auch so sein. Also die werden teurer mit der Zeit. Das heißt, wenn man Geld sparen will, geht man einfach in vorherige Ären. Eras. Ehren-Eras? Nee, Ehren bestimmt nicht. Eras, ja. Ich gehe jetzt erstmal hier rum. Ich weiß, dass der doch der geheime Gang war, den wir schon mal gemacht haben. Aber ich möchte jetzt so in Richtung des Speicherpunktes und das ist die Richtung. Das andere werde ich mir auch noch angucken, keine Sorge. Res Historicae oder Res Historicae, ich weiß immer noch nicht, wie man das ausspricht. Tochas ist von unserem großen König Taskan dem I. gegründet worden. In den ersten kriegerischen Jahren ihrer Existenz ist Tochas zu einer befestigten Stadt ausgebaut worden. Die Bewohner von Tochas sind stolz auf ihre Stadt. Taskan der II. Wünscht, dass Tochas allen Reisenden eine sichere Zuflucht bietet. Na, das ist immerhin schon etwas netter als beim letzten Mal, dass wir hier waren. Der Schmied sieht immer noch so aus wie vorher und klöppelt immer noch auf seinem Schild rum. Und der sieht jetzt anders aus. Ritter, zu mir zu kommen war eine gute Entscheidung. Wir schmieden das Beste für die Besten. Meine herkömmlichen Bolzen werden in Paketen zu je 20 verkauft. Die neue Bauart in Paketen zu je 5. Ja. Trefft eure Wahl. Okay, also die Bolzen sind hier auf jeden Fall günstiger, weil vorher hatten wir 10 für 10 und jetzt 20 für 15. Das ist schon mal gut. Rüstung verstärken für 50? Nee, lass mal. Das brauche ich jetzt nicht. Und wenn, dann lasse ich das bei deinem Kollegen, nicht bei deinem Kollegen, bei deinem Vorfahren machen. Bisher keine Bienennester gefunden. Das ist äußerst mysteriös. Also ihr merkt schon, die sind besser versteckt als beim letzten Mal. Monitum Publicum. Taskan der II. Ist mit seiner Armee aufgebrochen, um in der Fremde neue Verbündete zu finden. Während seiner Abwesenheit sind alle Bürger dazu aufgerufen, im Fall eines Überraschungsangriffes die Stadtwachen aktiv zu unterstützen. Taskan der II. Erwartet, dass alle Fremden gastfreundlich empfangen werden. Ja, das gefällt mir hier wirklich wesentlich besser als noch in der Ära von Taskan dem I. So, hier ist ein neuer Weg. Der war beim letzten Mal noch nicht da. Ihr erinnert euch vielleicht, hier war ein Gitter. Das heißt, die Stadt ist ein wenig größer geworden. Ja, hier geht's auch lang. Das werde ich mir aber noch nicht angucken. Denn, wie gesagt, ich möchte zur Taverne, um da wieder zu speichern. Also ich vermute mal, dass ich da speichern kann. Oh, da ist ja gleich noch ein Nest. Ha! Sehr gut, dass ich hier jede Ecke angucke, auch wenn ich da schon ein Nest gefunden habe. So, weg damit. Die Bürger werden uns dankbar sein. Guck ich mal hier auf der Rückseite. Nichts, okay. Ich glaube, ich habe da gerade was gesehen, oder? Jawohl. Och, ich verbrate hier meine guten modernen Bolzen. Das wollte ich ja gar nicht. Da kann ich doch auch die Standardpfeile für nehmen. So, zack. Dann geht's hier auch weiter. Da auch ein neues Gebiet, das wir uns später angucken werden. Aber ich lese vorher nochmal das hier. Cognitiones, der Park der Tapferen, ist eine weitere Konstruktion des Architekten Bolduk. Der Park wurde während der Regierungszeit des Königs Taskan II. Eingeweiht. Der Park der Tapferen ist ein Ort, wo die Tapferen ihre Talente zur Schau stellen können. Wer die Prüfung besteht, hat das Recht, zum Ritter des Königs geschlagen zu werden. Sehr schön. Vielleicht schaffen wir das ja sogar. Bienennester? Bienennester? Irgendwelche Bienennester zu sehen? In jeder Ecke. Da oben ist eins. Ha!
Ich wusste, dass hier noch welche zu finden sind. Moment mal, ist das immer noch unser? Quesitus, Charon, Hauptmann der Räuber des Waldes. Okay, sind nicht mehr wir, Gott sei Dank. Das wäre auch sehr seltsam gewesen. Vieler Delikte für schuldig befunden, vom Diebstahl bis zum Überfall auf Ritter. Notorische Wiederholungstäterin, mehrfach aus den Kerkern der Festung ausgebrochen. Wer Hinweise zur Ergreifung Charons besitzt, ist angehalten, die Wachen des Königs Taskan des Zweiten zu informieren. Belohnung 8000 Plastik. War unsere Belohnung auch so hoch oder war unsere niedriger? Ich bin mir gerade nicht sicher. Das wird wahrscheinlich dasselbe Poster sein. Oh, Quesitus, fremder Ritter, früher unter dem Namen Hype bekannt. Hat das königliche Juwel, Symbol der Herrschaft von Taskan dem Ersten, gestohlen. Diesem Juwel sollen unbekannte Kräfte innewohnen. Diese Kräfte könnten unseren Alchemisten bei ihren Forschungen von Nutzen sein. Wer entsprechende Hinweise zum Fall Hype und zum königlichen Juwel hat, ist gehalten, den Verantwortlichen des großen Labors zu informieren. Belohnung 7000 Plastik. Das ist tatsächlich geringer, unsere Belohnung. Und das hängt immer noch aus. Nach vermutlich 50 Jahren, denke ich mal. Das ist schon äußerst mysteriös. Und nein, sie haben den Brunnen zugemacht. Das ist auch das einzig Intelligente, was sie hätten tun können, nachdem ich da eingebrochen bin. So, jetzt muss ich aber das Bienennest da oben noch kaputt machen, bevor ich das vergesse. Plopp. So, nein, keine verbraten. Jetzt haben wir schon 4 gefunden. Das ist eine sehr gute Bilanz, finde ich, dafür, dass wir erst so wenig von der Stadt angeguckt haben. Aha, seht mal an, ein fremder Ritter kommt in meine Herberge. Ah, so ist das. Taskan der Zweite wird ja zufrieden sein. Der hat die Fremden ja so gern. Ich frage mich, ob der die Fremden nicht mehr liebt als seine eigenen Untertanen. Ah nein, noch nicht. Schweigt. Ich habe Sehnsucht nach der Zeit, wo man gegen das Kloster kämpfte. Da waren wir wenigstens unter uns. Ich zieh ins Feld, wie Taskan der Zweite zu sagen pflegte. Um andere Kulturen kennenzulernen, habt ihr gesagt. Sowas? Ist es hier nicht gut genug? Dem werde ich zeigen. Ich glaube, ihr seid ein bisschen trunken. Sind wir denn nicht intelligent? Nein. Still! Hey da, ein Laboratorium für die Wissenschaft. Oh, ein Park der Tapferen für die Ritter. Wollt ihr wohl ruhig sein? Oh, Taskan der Erste, wo bist du? Gleich werdet ihr rausgeschmissen. Genug, ihr Schluckspechte da drüben! Hier beleidigt keiner Taskan den Zweiten. Noch ein Wort und ich rufe die Wache. Unser König ist ein großer König, während sein Vater Taskan der Erste nur ein Tyrann war, der nur an die Vergrößerung seiner Macht dachte. Ihr solltet diesen Fremden willkommen heißen. Ich bin geschmeichelt, dass er meine Stadt und meine Herberge gewählt hat. Tretet näher, Ritter. Dieses Haus ist das eure. Ah, danke schön. Sehr gastfreundlich. Also die zwei Saufköpfe da drüben, die sind ja ein wenig fremdenfeindlich. Das gab es also schon im Mittelalter. Ich bin Martel, der Wirt. Ritter, akzeptiert meine Entschuldigung für diesen Empfang. Taskan der Zweite erforscht unbekannte Gebiete und diese zwei Säufer nutzen seine Abwesenheit, um ihn zu kritisieren. Der König hat die Entwicklung der Wissenschaft begünstigt, indem er ein Astrolabor bauen ließ und er zwingt die Ritter nicht mehr mit Gewalt zum Kriegsdienst. Die Stadt hat jetzt einen Park der Tapferen für diejenigen, die zum Ritter geschlagen werden wollen. Aber jeder hat natürlich das Recht auf seine eigene Meinung. Also, wenn ihr essen möchtet und eure Kräfte wieder gewinnen, dann müsst ihr mir Plastiks geben. Nö. Und als Willkommensgeschenk biete ich euch ein Zimmer gratis zum Schlafen und zur Erholung an. Mein Zimmermädchen bereitet das Zimmer auf der ersten Etage vor. Oh, das ist aber nett. Aber Mahlzeit 90 Plastiks. Letztes Mal waren es noch 60. Aber das Zimmer nehme ich sehr, sehr gerne. Das ist irgendwie schon ein wenig lustig, dass wir hier kostenlos die Zimmer bekommen und kein bisschen Geld dafür ausgeben. Also hier richtig schön mal lochen. So, natürlich möchte ich speichern. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir hier Torras ein wenig erforschen und uns angucken, was sich alles verändert hat. Und ich denke mal, wir werden auch mal einen Blick in die Laboratorien werfen, um Gustus zu retten und natürlich auch in den Park der Tapferen. Und ja, es wird auf jeden Fall spannend. Also macht's gut und bis dann.